Wir müssen ein bisschen Brennholz schneiden. Und wie das bei uns daheim so abläuft, das zeigen wir euch jetzt. Schaut euch mal das schöne Wetter an. Drum mache ich den Winter. Der Winter, finde ich, ist eine von den schönsten Jahreszeiten. Aber was im Winter heute ist, es ist saukalt. Es kommt nicht bloß aus Christkindl jetzt her, sondern auch die Kälte damit, gell? Und was tut man dagegen? Eischieren. Was braucht man dafür? Brennholz. Wer kümmert sich um das? Ich. So, wie läuft jetzt das ab bei mir? Früher haben wir es so gemacht, früher haben wir in meinem Holztrassen Mäderbriegel gemacht und haben die Mäderbriegel dann heimgefahren, gespalten, angesetzt, den Hafer wieder auf den Kipper rauf, heimgefahren, zusammengeschnien, wieder auf den Hänger rauf, angeschlicht. Und das war ich einfach leid. Mittlerweile mache ich so, im Holztrassen mache ich bloß noch Fixlängen. Die Fixlängen fahre ich mit dem Kipper heim und schlicht da unten zu einem Bolterhafer. Da unten werden mit zwei Bulldach dann gespalten und bündelt gleichzeitig. Und die Bündel, die fahre ich dann da her. Und da schlichte ich die Bündel so zusammen. Und wenn es dann an der Zeit ist, dass ich es klar schneide und dass ich eins brauche daheim, dann fahre ich einfach mit dem Bulldach runter, packe mir eins mit der Zange, das fahre ich dann heim und da schneide ich es dann zusammen. Bis zu dem Punkt habe ich eigentlich alles so optimiert, dass mir Spaß macht. Und das ist ja das Wichtigste, weil das Brennholzmachen ist ein Hobby und wird wahrscheinlich auch immer ein Hobby bleiben. Und ein Hobby soll Spaß machen. Und genau bei dem Punkt fängt es jetzt an, dass sich was ändern hat müssen, weil daheim das mit der Kreissäge zusammenschneiden, auf dem Hänger rauf, zur Holzschupfer hinfahren, von dem Hänger in die Holzschupfer reinschlichten, das hat nämlich keinen Spaß gemacht. Aber das hat jetzt ein Ende, weil ich habe nämlich schon wieder ein neues Spielzeug. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Jetzt schnappen wir uns eins von den Bündeln und fahren heim. Und dann geht's los. We'll be right back.
Also, jetzt habt ihr es gesehen. Es geht um einen Scheitfix. Wenn du jetzt gedacht hast, ja Sakura, was ist denn das für ein geniales Teil, dann hast du genauso reagiert wie ich damals, wie ich den Scheitfix das erste Mal gesehen habe. Wie bin ich jetzt auf den Scheitfix eigentlich gekommen? Naja, ich habe ja am Anfang gesagt, an dem Prozess, wie das bei mir daheim abläuft, mit dem Scheitelschneiden und mit dem Anschlichten, da muss sich irgendwas ändern. Also habe ich ein wenig geschaut, was alles so gibt. In erster Linie war die Richtung, ja, was kann ich selber bauen? Dann habe ich als erstes gefunden, diese Säge mit den zwei Sägeblättern und dem Stern, der wo den Meterprickel da so durchdreht. Ja, bei aller Liebe, gell? Sicherheit ist was anderes. Man kann das schon machen. Also ich habe einen Respekt vor den Leuten, die sowas daheim haben. Ich möchte mit sowas nicht unbedingt arbeiten müssen. Dann habe ich geschaut, was man so zum Kaffer, was zum Kaffer alles so gibt. Da gibt es zum einmal diese Trommelsäge, ja, die kostet Schweinegeld. Die macht aber auch seine Arbeit. Gell? Also mit meinen 25 Stier wäre ich da wahrscheinlich auf eine gute Stunde fertig. Aber brauche ich sowas? Um die Kosten für die Säge wieder reinzuholen, müsste ich dann für andere Leute schneiden. Und das mag ich ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich noch gesehen, gibt es so eine Wipsäge mit so einem Schlitten, die automatisch raus und rein fährt. Ja, da hängt eine Mordsteuerung dran, kostet ein Schweinegeld. Den Nutzen, was ich davon habe, ist auch nicht besser irgendwie. Und irgendwann bin ich dann auf den Scheitfix gekommen. Der Erfinder von dem Scheitfix ist der Wolfgang Kipple. Der hat da schon ein paar Videos dazu gemacht. Die verlinke ich unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch einmal anschauen. Ich habe die auch alle angeschaut. Und so bin ich da irgendwie drauf angesprungen auf das Ding. Ich habe dann festgestellt, dass das mittlerweile nicht mehr der Kipple macht, sondern das hat die Firma Metallbau Fetzer übernommen. Die haben bei den Schwaben hinten. Den habe ich dann angerufen und habe gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann und mir das Ding einmal anschauen kann. Sagt der Freilich, komm vorbei, darfst du einmal ein wenig probieren. Wie wir dann da hinten waren und das Ding angeschaut haben, haben wir natürlich auch ein wenig geratscht. Da hat sich dann herausgestellt, die produzieren das komplett im eigenen Betrieb. Gut, die Blechteile lassen sie jetzt kanten, das macht der Firma im Ort. Die Oberfläche, das Lackieren und so, das macht auch irgendein Spitzel von ihrem. Aber im Grunde produzieren die den kompletten Scheitfix bei ihrem daheim im Betrieb. Man kann sagen, das komplette Ding ist made in Germany. Sogar die Elektromotoren kommen aus Deutschland. Das Einzige, was eventuell nicht aus Deutschland kommt, das sind die Schwerter und die Ketten, weil die sind von Oregon. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ist, freilich mache ich jetzt Werbung für den Scheitfix, aber ich kriege da kein Geld für die Werbung. Ich habe den Scheitfix auch selber gekauft, von meinem eigenen Geld. Aber ich finde einfach, das ist ein geniales Teil und wer auch so ein Geschiss daheim hat mit seinem Brennholzmacher, der kann sich vielleicht mal überlegen, ob er das Ding mal ein bisschen genauer anschaut. Schreibt dem Fetzer einfach eine E-Mail oder ruft ihn an. Also da ist total unkompliziert. Wem der Weg jetzt zu weit ist, da zu den Schwaben hinten zum Fahren, wer jetzt da nicht unbedingt aus der Gegend ist, ihr könnt es auch gerne mich anschreiben. Macht es einfach in die Kommentare auch unten. Ihr könnt es gerne bei mir vorbeikommen und den bei mir ausprobieren und anschauen. Dann können wir halbe trinken, wenn ihr wollt. So viel hat man ja jetzt eigentlich auch gar nicht gesehen von dem Scheitfix. Wer jetzt Interesse hat, dass ich mehr auf die technischen Details eingehe und dass wir vielleicht mal den Deckel aufmachen und da mal reinschauen, damit man sieht, wie das Ding innen drin ausschaut, schreibt mir das bitte auch in die Kommentare. Dann mache ich nochmal ein Video drüber, wo wir dann wirklich nur auf die Technik und auch auf die Vor- und Nachteile von dem Scheitfix eingehen, weil es ist wie mit allem, es hängt nicht alles auf einer Seite. Alles hat seine Vor- und Nachteile, auch der Scheitfix. Ansonsten kann ich bloß noch sagen, bleibt fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Brennholz wird gut.